Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Und damit herzlich willkommen zurück. Womit? Und? Das ist ein falscher Satzbau, oder? Komplett falsch. Ich kann keine Grammatik. Ich habe ihn nicht gesehen. Da ist Müll. Ein Gardon. Ist da was Gutes drin? Der ist immerhin versteckt. ...42 Steine im Karton, Jasmin. Versandfertig. Wo bist du da? Ich hab hier meine nächste Quest. Ja, ich wollte eigentlich die Schatzkarte noch schnell machen. Ja, dann los. Wo bist du denn? Ich bin immer noch hier in der City und durchforste ein bisschen hier die Gegend. Blei. Blei, Blei. Müll? Stein und Sand brauche ich nicht. Eigentlich auch nicht. Das können wir selber machen. So. Hier ist aber nicht viel zu holen, dafür, dass hier so eine Riesenbude ist. Die gaben kein Missing, ne? Aber Eisen. Ist hier was drunter? Ja. Jasmin, ich habe eine Mine gefunden. Mhm. Eine Goldmine. Ja? Nee, war ein Scherz. Ist nur eine Damenhandtasche. Könnte eine sein. Na, wir gucken mal. Wo bist du denn? Ich bin hier in diesem Industriegebäude. Bist du schon wieder hier? Ja. Ey, du bist ja mit dem Fahrrad schneller als ich mit dem Auto. Boah, das ist nichts Neues. Nett. Nett? Willst du damit sagen, ich fahre wie ein Opa oder was? Mach ich mal auf, Ingeborg. Wenn du nochmal so mit mir redest, ne? Dann nehme ich meine Dritten raus und dann zeige ich dir mal, wer hier die Hosen anhat. Was ist das denn? Die Dritten, das sind Zähne, wenn die Zähne ausgefallen sind. Generator habe ich. Ein Generativ. Generator. Ein Genitiv. Hier geht's auch noch hoch. Nee, da nicht. Ja. Ah ja? Eier? Eier. Eier und Speck. Komm ruhig her, Freunde. Alter Schwede. Ey, das Ding ist so cool. Komm her. Oh, du warst so weit weg. Nächster. Nächster. Geil. Einfach geil, das Ding. Jeil. Jeil, genau. Wir wollen ja hier jugendfreie Sprache, ne? Damit auch Kinder sich diesen entzückenden Content ansehen können. Mhm. So. Baust du eigentlich an den Rohren, ne, das Messing, mit einem Schraubenschlüssel oder mit ja, der... Okay. Mit der Krange. Weißt du, was mir da einfällt? Ich habe immer noch nicht die Knarre gemacht. Also die Ratsche, weißt du? Mhm. Sollten wir vielleicht bei Gelegenheit mal einen Angriff nehmen? Die
Entscheidung, wo ich durchgehe, das fällt mir leicht. So. Das sind ja nur halbdicke Wände. Das ist dann auch eine geile Idee, ne? So, wir sind drinne. Was gibt es hier Geiles? Nichts. Also nichts, auf dem wir geradeaus sind. Geradeaus. Aber um eine Kurve sind wir da. Ja? Du hast mich gerufen? Nee. Hast du nicht so ein angewidertes Geräusch gemacht? Ja. Diesmal warst du nicht gemeint. Ah, ja, okay. Ich dachte schon, durch die Gewohnheit, weißt du, kennst ja. Jetzt bin ich zwei überladen, Jasmin. Ich fühle mich wie ein Backesel. Hm. Oh Gott. Oh Gott. Der Weg hier richtig ist? Okay, damit haben wir schon mal einen Weg nach unten, aber da ist nichts drinne. Hier schon. Ich habe Honig und eine Dose Essen. Dose. Wir werden nie wieder Hunger leiden. Nein! Oh. Geht doch nicht den ganzen Weg normal. So. Aber. Ist das normal, dass eine Schreierin hier irgendwie geschrien hat? Ich habe nichts gehört. Oh Gott, du bist voll weit weg. Die meint mich. Warum meint die mich? Die kann mich doch gar nicht gesehen haben. Aber ich glaube, sie hat noch keine Verstärkung geholt. Wo bist du denn, ey? Ganz oben. Ich gehe auf wie eine Treppe, die nach oben geht. Oder ich steige auf. Kolibri! Nein! Wechsel endlich deine verdammte Waffe! Wie kommt man denn nach oben? Ich bin erst. Also, ich hab. I say. Aber da liegen Rahmenformen. Du kannst dich hochbauen, wenn du die siehst. Hier gerade eine rote Treppe hoch, die nach nix führt. Ja, da war ich auch. Trau mich nicht mehr runter, ich höre dich schreien. Was? Ich habe nochmal Nitrat. Da oben ist bestimmt geiler Loot. Ich höre dich. Ich glaube nicht nur ich höre dich. So, was haben wir hier? Wo bist du denn jetzt? Unten oder oben noch? Oben? Oh Gott, hier geht's noch weiter hoch. Ich bin hier noch nicht mal fertig. Achso, nee. Klopp, klopp. Wer ist da? Feuer. Feuerwehr? Wo brennt es denn? Oh. Geh mal Richtung Westen. Ich gehe hier nirgendwo hin. Okay, cool.
Aber wir sind uns einig, ne? Da wärst du nämlich hochgekommen. Das ist jetzt nicht die Melodie, die ich haben wollte. Hier ist der Hauptblut. Ich spüre es in meinen Knochen. Blut! Guck mal, mit dem Knüppel. Keine Angst habe ich mehr. Was ist denn hier so grün? Officer Schlotz. Aber der ist Geschichte. Mach dir um den keine Sorgen. Ich habe einen Knüppel. Wie komme ich denn jetzt dahin? Nein! Ja! Gruppen raufen! Keine Süße. Oh, schade. Das war nicht das, was ich sehen wollte am Abend. Alter, der lebt ja immer noch. Was geht mit ihm ab, ey? Dankeschön. Mich fleucht das Gefühl, du hast jemanden umgebracht, Jasmin. Ja. Ich habe es gespürt wie eine Eingebung. So, ja gut, dann... Oh Gott, ich wollte gerade springen, weil ich irgendwie der Meinung war, ich habe einen Fallschirm. Frag mich aber nicht, wie ich darauf gekommen bin. Gehst du jetzt runter? Ja, ich komme zu dir. Hä, ich gehe gerade hoch. Hä, wo bist du denn? Ich buddel mich hier gerade durch. Aber hier ist leer. Scheiße, hier kommt man gar nicht weiter. Unten sind jetzt zwei reingekommen. Aber hier oben ist nichts. Warum willst du hoch? Ja, du warst doch gerade oben, oder nicht? Ja, aber ich wollte zu dir. Ja, aber ich wollte in Sicherheit. Ja, ich komme noch runter. Da, wo ich bin immer noch an sicher. Der roten Leiter. Hier fühle ich mich schon besser. Ja, hier fühle ich mich trotzdem sicherer. Wieso schiebst du dir das Brot ins Auge? Okay, ich werde zum Auto gehen. Wo ist denn die Alte? Wo bist du denn jetzt? Die Alte ist draußen. Ja, und wieso willst du jetzt zum Auto gehen? Ja, ich will doch meinen Schatz suchen. Ja, aber wenn die jetzt alle zusammenschreit, gehen wir drauf. Noch hat die uns nicht gesehen. Wo ist sie denn? Auf der anderen Seite des Gebäudes. Komm ich da so nicht hin? Okay, also du bleib! Du hast hier nicht mal die Chemiestation mitgenommen, ey. Da ist ein Messbecher gewesen. Ja. Wir haben ja noch voll viele in der Kiste. Na und? Gut, ich bin immer draußen. Auf der Seite hier ist sicher. Was ist das? Leere gratis Zeitungsspender. Ja, da war ich schon. Oh. So, dann können wir wegfahren? Ja, ja. Oh, du bist ja schon da. Alter, wieso bist du so schnell heute? Weil ich runtergesprungen bin da nach und nach. Ach so. Wo ist das Auto? Wir müssen hier lang. Sie ist hinter dem Haus. Ja, wo ist das Auto? Komm, folge mir. Es ist nicht weit.
Verhalte dich unauffällig. Wo ist jetzt das Auto? Hier lang. Nicht so laut. Ja, wenn du so weiterfährst, killt die uns noch. Ach Quatsch. Im Auto sind wir sicher, Jasmin. Da ist er. Ja, da war sie. Oh, Einkaufswagen, sehr stabiler Einkaufswagen. Die kannst du ja nicht töten, wenn du die umfährst. Da war ein sehr stabiler Einkaufswagen, Jasmin. Ja, wie oft noch? Bis du drauf reagierst. Meinst du, bei der Schatzkiste könnte man den Erdbohrer finden? Oh, hier, guck mal, hier ist auch ein... Achso, hier... Oh, Jenny! Der hört mir nicht zu, ey. Da ist eine Kiste! Rechts! Ja. Mais und Dietriche. Ja. Oh, Mais kann ich nicht mitnehmen. Kannst du das mal mitnehmen? Oder Mais? Kannst du gleich mit ins Auto schmeißen? Also nee, Mais, ich hab den jetzt gegessen. Ich brauchte eh was zu essen. Achso. Ah nee, da, wir haben Mais-Samen. Achso, ich bin auch überladen. Gut. Ja. Oh, ich bin durstig. Das ist eine Wucht. Und essen könnte ich eigentlich auch. Naja, fürs Erste. Nee, schon Öl. Da. Schade, ich habe gedacht, ich kann die Reifen durchdrehen lassen. Sag mal. Muss erst mal gucken, wo hier was liegt. Ich sehe komisch aus. Weil? Mit meiner komischen Brille am Helm. Und der Gasmaske. Du darfst fahren. Na, wo ist mein Schatz? Ein Schatz. Wie blechig. So, wir müssen in diese Richtung, Jasmin. War genau hier über die Brücke. Oh, hier ist ein Maisfeld. Schade, dass wir dafür gerade keine Zeit haben. Wir müssen, wollen und können ja auch noch ein bisschen Munition machen, wenn wir den Schatz geholt haben. Und die Elektrozaunpfosten, die muss ich auch noch installieren. Ich muss Munition noch weitermachen. Ja, und ich muss noch die Elektrozaunpfosten installieren. Ich habe die schon, aber hergestellt sind die schon, wenn wir zurück sind. Ach, hier ist der Schatz, oder was? Der Schatz ist jetzt noch 2 Kilometer entfernt. Boah, was? Ja. Du musstest ja dir da die Gegend eben angucken. Hä? Boah, hier hätte ich mir auch gerne die Stadt angeguckt. Mit den ganzen Geschäften. Oh. Weg, der einfach ist. Noch mehr Wölfe. Wölfe. Edward. Nee, Edward war doch der Vampir, ne? Edward mit den Sternen. So, hier, Jacob. Ja. Oh, Shotgun Messias, hier gibt's auch Munition. Wollen wir da schnell rein? Hab ich mir gedacht.
Hallo! Das ist ein Überfall! Hast du nicht geklingelt oder was? Oh, Entschuldigung. Ding dong! Oh, ey! Wuschbert, wo kommst du näher? Nein! Er hat mich angespuckt, die Sau! Ist ja widerlich. Jawohl, Alter. Ihh, Tür zu. Von hinten ist aber ganz schön gemein. Hier ist ein Schießstab. Kommst du klar? Bis jetzt, ja. Das war aber knapp. Eben angespuckt. Das war nicht nett. Oh, ich bin ein Level-Up. Level up. Okay. Bin ich vorhin schon. Wollte ich nur mal sagen. Was ist das? Mündungsbremse-Mod. Der schreit denn da so? Hast du das gehört? Nee. Nee? Das hab ich mich aber so eingekackert. Geht's denn hier lang? Was war das für ein Buch? Kenn ich schon. Labyrinth hier. Ich bin auf dem Schießplatz, aber so viel Munition. Ich dachte, du wärst das, ey. Kommst da gerade angelaufen, aber ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich habe eine automatische Schrotflinte, leider Stufe 1. Es tut mir leid, wenn ich dich enttäuscht habe. Hier ist doch nicht so geil, ne? Naja. Oh. Groundbogen? Da müssen wir mal was verändern hier. Irgendwo kloppt hier noch einer gegen, oder? Bestimmt. Schade. Aber ist trotzdem stärker, ne? So, haben wir hier noch irgendwo irgendwas, was Jasmin uns übergelassen hat? Oh, hilft mein Bein. Da hörst du doch, da klappt irgendwo noch einer gegen. Ja. Aber wo? Ich weiß nicht. Was war das denn? Ich hab Glas zerstört. Komm, wir gehen zur... Nee, hier ist noch gerade irgendwas reingelaufen, wieder raus. Nein. Wollen wir die Schatzkarte schnell machen? Ich hab eine Zigarre gefunden. Wann hab ich denn die eingesammelt? Wow. Vorsicht! Oh, den habe ich ja gar nicht gesehen. Nee, den hast du nicht gesehen. Da ist noch so eine Katze. Ich weiß. Er hat die Richtung gewechselt. Oha. Mein Feierherz ausdauern. Was willst du etwas sagen? Das stimmt nicht. Jasmin. Ja doch, alles gut. Ja, die guten Steinpfeile. Logisch war das deiner. Eindeutig. Das können nur die Steinpfeile. Raus. Ja. Ja, wollen wir erstmal weiter? Ja, ne? Hä, du baust doch da ab. Ja, ich wollte nur noch schnell den Heizkörper mitnehmen. Da.
Tada. Oh, mach mal Heizung an, mir ist kalt. Oh Gott. Was hast du denn? Ich kann hier nicht mehr sitzen, mir schläft das rechte Bein an und der linke Fuß tut weh. Krüppel. Ja. Tatsächlich ist das wirklich so. Da können wir nicht weiter. Die Route ist closed. Aber warum dürfen wir da nicht lang? Weil das ein verstrahltes Gebiet ist und wir würden den Strahlen erliegen. Du kannst aber mit Strahlen Schutzanzügen in die verstrahlten Gebiete. Ja, das klingt logisch. Aber die haben wir nicht an. Besitzen wir, glaube ich, auch gar nicht. Doch, ein. Und ein Teil davon vielleicht, ne? Aber einen ganzen Anzug haben wir nicht. Das sehe ich jetzt nicht. Ja. Aber wir haben ja hier noch eine Ersatzroad, ne? Hey, du bist den Weg gefahren, der dir angezeigt wird, Alter. Mir wird kein Weg angezeigt. Ich habe nur eine Schatzkiste irgendwo hinter den Bergen. Ja, aber das zeigt dir ja trotzdem an, wo du das ist. Ja. Aber wenn ich das Gebiet nicht kenne, weiß ich ja nicht, welche Straße ich lang muss. Jetzt? Weil die haben ja auch Kurven. Ja. Egal. Hier vielleicht? Also es birgt viel Versprechen. Weiß ich nicht. Aber wer weiß, was du wieder vom Spielsound als Geräusch wahrnimmst. Okay, das hier ist wohl eine Sackgasse. Bist du... Das hat man doch gesehen, dass du da nicht langkommst. Ich habe ja ganz woanders hingeguckt. Kann man hier hinten noch weiter? Nee, Sackgasse, ne? Hä, aber der zeigt dir doch das Ausrufezeichen an, oder nicht? Nein. Bei meiner Schatzkarte hat er das gemacht. Ja, aber erst, wenn ich den Platz sehe. Nee, gar nicht. Ich habe gar kein Ausrufezeichen. Ich habe einen Kreis auf dem Boden. Und eine Schatzkarte habe ich quasi so als... wie so ein Wasserzeichen. Weißt du, was ich meine? Ja. Na gut. Wir kürzen mal ein bisschen ab. Okay, ich fahre lieber auf die Straße, wer weiß. Nachher ist hier ein Loch oder so. Hier vielleicht lang? Das ist von hier aus gesehen, ist das hinter den Bergen. Das fuckt mich jetzt aber ab. Hier ist ein Kolosseum. Oh, das hätte ich mir zu gerne angeguckt. Überhaupt, guck mal, was hier für große Häuser sind. Parkhaus. Hier ist nur ein großer Einkaufsladen. Da war eine Straße. Oh, oh, warte. Ich habe aus Versehen Dings gedrückt. So. Alle mal anschneiden, bitte. Ja, das kommt davon, wenn man nicht angeschnallt ist. Freut sich so. Huppa! Oh, hier ist ein Cracker Bookstore. Hier ist ein Burr, ey. Oh, so nee, wir machen jetzt erstmal die Schatzkarte. Sowieso das, wovon, was ich vorhabe. Und das macht mir auch. Fährst du so langsam? Macht mir auch am meisten Spaß, die Schatzkarte zu machen. Du wolltest das machen. Ich hab überhaupt keinen Bock auf Looten. Ja. Ey, was ist das hier für ein Weg, du? Ja. Der Schatz ist irgendwo hinter dem... im Strahlengebiet. Was passiert? Achso. Ja, ich breche die Schatzkarte ab. Kann ich die abbrechen? Wir rollen. Ja. Wir rollen? Ja. Best. Belohnung.
Ja, aber... Geteilte Quest, cool. Guck mal, da kämpft gerade irgendein Vieh mit hinter dir, Zombie. Hinter dir. Hä? Da kämpft gerade irgendein Vieh mit einem Zombie. Hey, wieso kann ich denn diese... Haha, diese Raubkatze hat erstmal den Zombie getötet. Ah! Kannst du mich kurz beschützen? Bei mir ist was. Nee, komm zu dir. Hey, aber wie kann ich das denn teilen? Ah! Natürlich muss ich jetzt laden. Alter, jetzt geht's ab hier. Was war denn das für ein Geräusch? Oh! Ich hab mit dir eine Quest geteilt. Ja, ach, das war das. Jetzt kriegen wir doppelt Belohnung. Ach, jetzt habe ich endlich mal herausgefunden, wie das geht. Aber wieso? Ich habe zwei Quests. Wieso werden die mir eigentlich nicht angezeigt? Also, oh, Patrick, weiß ich doch nicht, was du da gemacht hast, ey. Ach, du bist schon drin, ne? Ja. Wollen wir denn hier einmal kurz im Cracker Book reingucken und dann fahren wir nach Hause, oder was? Hm. Oder nicht? Also die Stadt so ein bisschen mal hier sightseeing, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Ja, ich müsste eigentlich Munition machen, aber schon gut. Ja, ne? Schon gut. Ja, ist ein bisschen wichtiger als so einen blöden Buchladen jetzt hier. Ja, los, okay. Du hast recht, wir machen Munition. Wir haben den... Wir fahren erstmal nach Hause. Du Arsch, wartest du bitte mal? Der fährt einfach stumpf los, ey. Vorsicht! Oh, eine Miezetatze. Wolltest du die mitnehmen? Mensch, jetzt fahr. Ja. Wo geht es denn nach Hause? Das zeigt dir doch an. Ich guck mal kurz in die Map, ja? Hä, das ist doch das Bett da oben. Fahr doch einfach geradeaus. Ja, einmal gucken. Ha, reingelegt, Katze. So, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier. Machen nächste Folge bis vor dem Blutmond und dann gibt es den Blutmond. Aha, okay. Es hört sich doch nach einem Plan an. Oder übernächste Folge gibt es den Blutmond. Also über nächste Folge. Wir gucken mal, wie wir vorwärts kommt, dass ein Bör jetzt ein Bör mitnimmt. Ja, du hast ja recht. Alles klar, wir sehen uns morgen wieder. Schalt wieder ein. Bis dann, mach's gut.